It's time to reconsider. Straftäter ausländischer Herkunft deklarierten sich mehrfach gegenüber unterschiedlicher Fahrzeuglenker auf Autobahnen in Österreich als Polizisten, um diese dann auszurauben. Ohne Diskussion eine Serie von Straftaten, die das österreichische Strafrecht als Verbrechen klassifiziert, da der Strafrahmen eine mehr als dreijährige Freiheitsstrafe androht. Laut der Presseaussendung der Sicherheitsdirektion Niederösterreich vom 19. April 2008 betrug die Schadenssumme für die Überfallserie, die mit 9 Taten beziffert wird, etwa 50.000 Euro. Opfer waren Fahrzeuginsassen von Kraftfahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen. Es soll sich laut spärlichen Angaben der Tatopfer um bis zu 3 Täter gehandelt haben, die in ihrem Fahrzeug ein Blaulicht eingeschaltet hatten und sich mit einem, Zitat, dubiosen Ausweis, Zitat Ende, als Polizisten deklarierten. Dann wurden den Opfern Bargeldsummen abgenötigt. In einer Polizeiaktion am 19. April 2008 konnten die Straftäter dann im Zuge eines verdeckten Einsatzes des Landeskriminalamtes gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz auf der Schnellstraße 1 im Bundesland Niederösterreich auf frischer Tat betreten werden. Um Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden, nun der Originalwortlaut der Pressemeldung zu den Geschehnissen. Angesichts des falschen Blaulichtes verließen die Kriminalbeamten ihr Auto und standen den angreifenden Tätern gegenüber. Diese gaben vor, Polizisten zu sein und ignorierten den Zuruf Polizei der echten Kriminalbeamten. Derart bedrängt und zur Verhinderung der Flucht gaben die Beamten einige Schüsse ab. Zitat Ende. Hier ergibt sich eine Diskrepanz, denn der Text spricht einerseits von Bedrängnis und zeitgleich von der Verhinderung der Flucht. Wie auch immer, die Flucht endete darin, dass sich 2 Täter ergaben und der dritte erschossen wurde. Viele Köpfe werden am sogenannten grünen Tisch, wie es im Fachjargon der Polizei heißt, sich darüber die Köpfe zerbrechen, ob der mit Lebensgefährdung verbundene Waffengebrauch gerechtfertigt war oder nicht. Denn Fakt ist, dass die Täter bei Begehung dieser Straftat weder bewaffnet waren und es schon gar nicht zu einem Schusswechsel gekommen ist. Ja, da kann ich vielleicht was sagen. Ja. Ich bin nämlich von diesem Ermittlungsbereich. Wunderbar. Es gibt ja hier mehrere Medienberichte, die offensichtlich Falschmeldungen beinhalten. Unseren Erkenntnissen nach ist es nicht zu einem Schusswechsel gekommen. Die Täter, waren die bewaffnet oder nicht? Die Täter waren nicht bewaffnet. Betrachtet man zu dieser Tragödie, bei der ein Menschenleben ausgelöscht wurde, so manchen Medienbericht, muss man als kritischer Medienbeobachter, zusätzlich als ehemaliger langjähriger Polizeibeamter, doch den Eindruck gewinnen, dass die öffentliche Meinung in Zielrichtung eines eindeutig legitimen Schusswaffengebrauches seitens der Polizei gesteuert wird. Denn die größte österreichische Tageszeitung, die Kronenzeitung, veröffentlicht nach dem Ereignis in der Kolumne Thema des Tages, in der Peter Gnam die Geschehnisse kommentiert, als Abschluss wie folgt. Darüber steht im Gesetz, dass zur Erzwingung der Festnahme oder Verhinderung des Entkommens einer Person, die einer gerichtlich strafbaren Handlung dringend verdächtig ist, der Gebrauch einer Waffe zulässig ist. Würde diese von Peter Gnam veröffentlichte Aussage den Tatsachen entsprechen, dann dürften Polizisten, die einen Ladendieb festnehmen wollen, ebenso zur Waffe greifen und im extremsten Fall auch dabei in Kauf nehmen, dass dieser ums Leben kommt. Mitnichten. Denn die Kronenzeitung machte mit dieser Veröffentlichung nichts anderes, als der Herausgeber vom Nachrichtenmagazin Der Glöckl aus unzähligen eigenen Gerichtsakten kennt, wenn Anwälte bemüht sind, Fakten fälschlich zu manipulieren. Er veröffentlichte nur den Teil eines Satzes aus dem § 7 des Waffengebrauchsgesetzes, der da wie folgt lautet. Der mit Lebensgefährdung verbundene Gebrauch einer Waffe gegen Menschen ist nur zulässig zur Erzwingung der Festnahme oder Verhinderung des Entkommens einer Person, die einer gerichtlich strafbaren Handlung, die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, überwiesen oder dringend verdächtig ist, das für sich allein oder in Verbindung mit ihrem Verhalten bei der Festnahme oder Entweichung sie als einen für die Sicherheit des Staates, der Person oder des Eigentums allgemein gefährlichen Menschen kennzeichnet. Und die bedeutendste Passage darin liegt in den Worten allgemein gefährlichen Menschen kennzeichnet.
Jeder Polizist lernt in seiner Ausbildung sowohl das Waffengesetz als auch das Waffengebrauchsgesetz. Es ist wichtiger als viele andere Gesetze, weil deren Kenntnis über Leben und Tod entscheidet. Er ist in Kenntnis bzw. sollte darüber in Kenntnis sein, was die allgemeine Gefährlichkeit umfasst. Als Beispiel für einen Laien. Ein Bankräuber, der mit einer vorgehaltenen Waffe in eine Bank geht und diese ausraubt, ohne einen Schuss abzugeben, ist nicht als allgemein gefährlich zu bezeichnen. Ein Bankräuber, der hingegen eine Bank betritt, sofort das Feuer wahllos auf die anwesenden Personen inklusive der Bankkunden eröffnet, Blut, Verletzte und Tote hinterlässt, kann als allgemein gefährlich angesehen werden. Es ist gut und rechtens, dass Fachleute die Abläufe jetzt analysieren werden und hoffentlich Falsch- und Desinformation der Öffentlichkeit durch Medien unberücksichtigt lassen. Denn auch die niederösterreichischen Nachrichten berichteten falsch in der Wochenausgabe 17 aus 2008, in der Martin Gebhardt wie folgt schrieb. Als die Rumänen ihren Polizeitrick anwenden wollten, gaben sich die Zivilfahnder zu erkennen. In der Folge kam es zum Schusswechsel und zu einer Verfolgungsjagd. Gute Beispiele dafür, wie manche versuchen, die Erschießung eines Menschen der Gesellschaft gegenüber zu legitimieren.